Moin Leute, heute mal ein Pack-Opening und nochmal der neue Schwarzmarkt hier vorgestellt in BO4 Multiplayer. Jo, wir haben auf jeden Fall wieder neue Waffen reinbekommen. Habt ihr auch gerade schon bemerkt hier im kleinen Trailer. Natürlich wieder mal mit dabei, neue Visitenkarten, Embleme, Uniformen und dann auch der Koch hier für Ajax. Tja, kann man davon halten, was man will. Und wir haben natürlich hier ein paar Updates reinbekommen und die Patch-Notes nenne ich euch heute. Und dann kam ja rein für Blackout der neue Pandemic-Mode. Da kam auch noch die Strahlenkanone rein, die verbesserte. Und ein Motorrad kam rein. Natürlich momentan Pandemic, der neue infizierte Blackout-Mode, den ich schon ein paar Mal vorgestellt habe. Wenn ihr Bock habt, gerne vorbeischauen. Ich denke mal, ich mache meine Live-Betragung in den nächsten paar Tagen. Tja, auf jeden Fall kamen dann auch noch weitere Sachen rein. Und andere Aufträge bieten jetzt mehr Kisten, dadurch könnt ihr nochmal leichter hier Waffen erlangen. Und hier wegen neuen Waffen, die bekommt ihr leider nur in Packs. Eine Reaktivtarnung wäre hier mit dabei in der momentanen Saison. Finde ich relativ cool gemacht, aber naja. Nur eine Reaktivtarnung ist schon ein bisschen milde. Wir haben natürlich eine Menge andere Zeugs hier mit dabei. Und leider wieder keine Waffe hier in der Saison mit drin. Wir haben nur am Ende nochmal eine Waffenbestechung und ich finde es einfach nur ärgerlich. Aber naja, die neuen Waffen werde ich euch gerne vorstellen. Die M16 und die Javelina AA50. Beide schon ein paar Mal angespielt bei Katal. Nochmal lieben Dank an dich. Über die werde ich noch ein Video machen. Auf jeden Fall gerne hier dranbleiben, wenn ihr Bock drauf habt. Tja, und wir haben natürlich neue Mastercraft-Varianten reinbekommen, Reaktivtarnungen und MK2-Varianten. Dadurch bekommen wir nochmal einige Waffen schneller und dann auch den Stachelrochen. Und dort wurde der Agentenmod ein bisschen runtergenervt mit weniger Reichweite, weniger Explosivschaden und weniger Feuerrate. Aber allgemein bleibt die Waffe gleich überpowered, gleich wie die Demon. Und bei der wurde ein Spielfehler behoben, dass man die Immaculinator-Variante nicht leveln konnte. Das ist hier die Pappkarton-Mastercraft-Variante von der Demon. Tja, die kann man jetzt momentan wieder normal hochleveln im Multiplayer. Apropos Multiplayer, da haben wir momentan auch noch einen neuen Modi drin. Infiziert in einer Art wie TDM. Überlebende haben nur ein Leben, die Infizierten ein paar mehrere. Und da muss man hier gegeneinander kämpfen. Auch ein cooler Mode, gestern angetestet, hat auch Laune gemacht. Tja, mit dabei hätten wir für den Zombie-Mode noch eine Menge Neuigkeiten. Unter anderem noch einmal neue Modi. Spielfehler wurden behoben. Neue Easter Eggs kamen rein, auch für Blackout. Und natürlich, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten reinbekommen. Lasst euch überraschen. Wenn ihr Zombie-Mode-Fans seid, gerne nachschauen bei den Patch-Notes. Tja, aber leider, wie bereits erwähnt, die neuen Waffen nur in Packs. Und neue Uniformen, Mastercraft-Varianten und gleich wie nochmal hier neue Tarnungen. Leider nur mit Echtgeld. Und ja, 19,99 € für den Reaper und eine Waffenbestechung. Tja, irgendwie, finde ich gerade nicht gut. Aber naja, wir machen weiter mit dem Pack-Opening. Jo, wir haben ein paar Packs angespart und natürlich auch Waffenbestechungen. Dann öffnen wir mal ein paar Packs. Und dann hoffen wir mal auf neue Waffen. Ja, oder Tarnungen. Eine Menge Tarnungen. Tja, leider habe ich noch immer nicht eine Waffe frei hier im BO4 Multiplayer und wir hoffen mal, wir bekommen hier guten Scuff, weil ja, ich brauche endlich mal neue Waffen. Nein, nur irgendwelche Anhänger. Straßenrenntarnung noch immer. Ja, moin. Ja, ich öffne gerade duplikatfreie Kisten, kann ich weiterempfehlen, wenn ihr bereits viele Sachen habt und ihr immer nur Duplikate bekommt. Aber allgemein, man hat trotzdem keine erhöhte Chance durch die Packs. Man bekommt natürlich immer nur Müll hier in den Packs. Au, neue Mastercraft-Varianten. Ich glaube, hier ist WordFD die neue, die reinkam hier im Trailer. Und ja, die Waffe, über die ich gerade vorhin gesprochen habe, die Demon in der Pappkarton-Variante. Auch eine schöne Waffe. Und ja, ich öffne mal die anderen Packs. Ultra-Waffenbestechung, da bin ich jetzt mal gespannt. Und wir bekommen... Oh, den Bogen. Und, bitte, bitte, Stachelrochen, komm, komm. War klar. Wir bekommen wieder nur Müll in den Packs. Tja, vier hätte ich noch übrig. Öffne ich einfach nochmal. Ja, leider keine schöne neue Waffe reinbekommen. Hätte mich drüber gefreut, über den Stachelrochen. Das Ding ist noch immer überpowered ohne Ende. Und hier die anderen beiden neuen Waffen momentan machen auch Laune. Ich hätte richtig Bock drauf. Und ja, hier nochmal die neuen Waffen. Wir haben hier nochmal die SWORD-FD Mastercraft reinbekommen. Auch eine schöne Variante mit Lasermarkierern dran, mit irgendwelchen Minen, eine Spinne, die rumkrabbelt. Tja, kann man verwenden, muss man aber nicht. Und wir hätten dann hier hinten noch die Demon. Einen Moment. Erstmal eine Waffenliste löschen, welche bräuchte nicht. Weg damit. Jo, wir hätten hier nochmal die Demon. Eine Waffe, die ich eigentlich weniger mag. Eine sehr stark überpowerte Waffe in der neuen Pappkarton-Variante. Und die fängt auch an zu leuchten. Echt eine coole Waffe. Aber naja, leider keine richtige neue Waffe. Ja, ich denke mal, ich werde die nächsten paar Stunden nochmal ein bisschen auf Katal spielen.
Und ja, wenn ich dann ein paar Ründchen hier erspielt habe mit den neuen Waffen, kann ich euch die gerne vorstellen. Auf meinem Account habe ich jetzt hier die beiden schönen Brachtestöcke. Aber naja, ihr wisst Bescheid, ich mag die beiden Waffen nicht. Wie auch immer, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen und haut rein.